Ja, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Avorium zusammen mit dem Istra. Hallo. Hallo. Alter, ich muss echt an meiner Anmoderation arbeiten, Digga. Warum? Das weiß ich noch nicht. Okay. Dann frage ich dich auch gar nicht weiter. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Findet Nemo. Was? Wir sprechen in dieser Folge normalisch. Okay, das geht natürlich wegen Copyright jetzt so nicht einfach, also muss ich das Ganze ein bisschen abändern. Herzlich willkommen bei Findet Istra. Hallo. Die Leute tun mir jetzt schon leid. Ach, nicht nur dir, nicht nur dir. Oh, tut mir leid, dass er leider ein bisschen durch ist. Er kann nichts dafür, dass er so ist. Arsch. In Wirklichkeit hat er mich lieb, er traut sich nur nicht, das zu sagen. Sag jetzt nichts Falsches. Hallo? Ich hüte meine Zunge, ich sag gar nichts. Ah. Hüter der Zunge und der Ländereien von Hogwarts, was? Hogwarts. Ach scheiße, du hast Harry Potter ja nicht gesehen, fuck. Nachholbedarf, Digga, Nachholbedarf. Alles gut, alles gut. Ich bin halt nicht so der Harry Potter Fan. Macht nix, ist vollkommen legitim. Dafür guckst du andere Sachen gerne. Ja, Animes. Ah, ich wollte gerade sagen, ASR 24. Na, Animes. Ah, die ganzen Tassen verdammten Shopping-Sender zuzugucken, konnte ich nicht, ganz ehrlich. Naja, aber es gibt welche, die es können. Ja, aber was ist denn, was läuft denn da verkehrt? Ich weiß nicht. Jetzt der neue Hochdruckreiniger. Ja. Ganz neu auf dem Markt. Macht alles sauber. Hm. Und? Oh, George, das ist ja super. Ja, und das war noch nicht alles. Was? Da ist noch mehr dabei. Ja, diese Ausspritze. Oh, George, das ist ja super. Ja, Christine. Aber das war immer noch nicht alles. Ja, danke. Ich saß da damals echt lange vor dem Scheiß. So, wie können wir den lieben Istra für die nächsten 6,5 Stunden beschäftigen? Ich hab da mal was vorbereitet. Ich will nicht. Und wenn ihr denkt, dass das jetzt alles war, dann kann ich euch enttäuschen. Es war noch nicht alles. Für nur 49,99 kriegen Sie dieses neue Modell aus dem Baujahr 2001, all-inclusive der Hochdruckspritze, dem Fugenreiniger und dem Dreckbackpinsel gratis dazu. Nur im Abo für 24 Monate im Voraus 49,99, was? Okay, ja, da kennt sich jemand aus. Ja, du hast gerade eingekauft, was? Nein, meine Seele habe ich schon wem anders versprochen. So. Jetzt hätte ich mich beinahe gefreut. Ich warte ja immer noch darauf, dass ich im Hintergrund mit irgendwelchen Sachen beworfen werde, aber so schlimm scheint es auch nicht zu sein. Kommen die verschimmelten Tomaten. In dem Moment, wo hier verschimmelte Tomaten durch die Gegend fliegen, ist meine erste Frage, wo zum Fick hast du die her? Um die Uhrzeit. Luke. Ich glaube, es wäre so ziemlich die erste Frage, die ich stellen würde. Um auf zu nuscheln. So, wie sieht's aus? Wie nennt man eine undeutlich sprechende Muschel? Nuschel. Na. Mein Gott, das weiß man doch. Ich hab einen Notruf, ich flieg da mal. Ja, warte, ich schick mein Schiff gleich hinter dir her. Das kann dann abwracken. Oh, da habe ich mittlerweile auch gute Jäger.
Wo ist es denn hier? Warte mal. Ach, egal. Mach selber. Tschüss. Ciao. Ich lass dich jetzt im Stich. Aber du baust ja eh Basis. Also passt das ja eigentlich. Ich bin hier voll in Gange, voll beschäftigt. Ich hab kein Trinium mehr. Kein Trinium, kein Uronid. Gar nicht. Alles verkauft? Nee, alles für das Schiff gerade draufgegangen. Ups. Oh. Oh, 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 oh. Also trotz Piratendings hat sich das ja mal gar nicht. Ist nichts zu holen, oder? Ne, irgendwie nicht. Was ist denn hier? Oh Gott, wie putzig. Ja, für Schiffe waren das? 5? Hier, 6? Spring mal hier rüber. Hier. Ich schicke mein Gleitschiff schon mal vorweg, dann spawnen sie und du kannst sie dann wegmachen. Ich hab's in Chat gepostet für dich. Ja, ich weiß. Also. Ich bin schon unterwegs. Also. Du war gerade so gesagt hast, ich dachte so, vielleicht hat er das. Ich bin doch schon unterwegs, Mann. Vielleicht, no. Vielleicht ist er irgendwie. LOL. Party? Naja. Oh, Beuteschiff. Geil! Tschüss! siehst du das Lilane, was ich da sehe? Ja, deswegen fliege ich ja hin. Das ist bestimmt eins. Komm, wetten, wetten, komm. Ja, ja, natürlich. Ich weiß schon, warum du lieber offline farmst, wenn ich nicht mit dabei bin. Ja, ist halt wahr. Abends sagst du gute Nacht, weißt du, am nächsten Tag willst du guten Morgen sagen, dass er gerade vor 5 Minuten ins Bett gegangen ist, nach dem Motto. Ups. Das stimmt leider, echt. Als du mir das gesagt hattest, wenn du ins Bett bist, habe ich auch nur gedacht, oh Junge. Ich wünschte, es wäre anders, aber irgendwie funktioniert es nicht im Moment. Ich weiß auch nicht. Was ist denn das? Gesuch, Captain, irgendwas. What? Ich habe hier eine Mission. Lol. Na, Captain America sucht dich, oder? Es gibt übrigens eine Rift-Storyline. Es gibt eine Rift-Storyline? Ja. Okay. Steht zumindest unter. Ups. Ach, verdammt. Moment. Mhm. Oh, wow. Steht zumindest unter P und Spielerprofil. Unter dem Rift DLC. Also ich habe auf jeden Fall schon mal Dings gekriegt. Was heißt gekriegt? Ich sehe gerade, wir sollten einen Riss betreten mit 5 oder mehr Schiffen. Das hast du schon bekommen? Nee, habe ich noch nicht gekriegt. Ach so, ich wollte gerade sagen, das nächste haben wir bekommen, ja. Genau, das ne, mit deinem Kumpel in den Riss hüpfen. No. Also wir müssen... Ah, hier, beende die Into the Rift Storyline, okay. Ja, genau. Ich frag mich nur welche. Ich hab noch keine gesehen. Ich ehrlich bin. Du, ich hab eine Idee. Ich werde hier jetzt das mit dem Handel erstmal aufbauen. Super Raketenphalanx. Und danach mache ich einfach mit dir einfach mal die Storyline vom Riff durch. Ich weiß zwar noch nicht, wo sie ist, aber wir werden sie schon finden. Genau. Was hältst du von dieser wirklich schnuckeligen Idee? Oh ja, wunderbar. Noch ein, das jetzt gut, noch ein bisschen mehr Gefühle, bitte. Oh ja, ich freue mich. Scheiße, Alter. Ey, du wolltest deine Base bauen. Was ist denn los? Ja, ich schweife schon wieder ab. Ja, aber sowas von. Entschuldigung. Komm mal zu 0-0, bitte. Wo soll ich hinkommen? Zu 0-0. Hast du ihn schon? Schnell. Hast du ihn weg oder was?
Ja, der ist gleich weg. Ach, scheiße. Ich mach mal meine Waffen auf Null. Alarm, Alarm, alle Flieger bitte rüber da. Ich hab meine Waffen nur ausgemacht. Und ihr hier, stopp. Okay, jetzt kann ich wieder an. Andocken. Haben meine Schiffe schon geschossen. Müssen sie schießen? Ich glaub ja. Echt? Ich glaub schon. Oh, das artet jetzt richtig in Stress hier aus. Das tut mir echt leid, dann ist er jetzt weg. Ach, macht nichts. Aber er hat geschossen. Rechte Maus, da hast du in Schiff entdeckt. Sorry, ich bin eventuell ein bisschen überpowered. Snacks sind schon zum Frühstück, ja? No. Oh ja, ich hab den gestern jede Stunde einmal gemacht. Oh lol. Ja, das war schon krass. Autopilot, Wracks verschrotten. Startet, meine Bienen. F, ja, doch, Befehle. Ja, waren früh genug. Wracks verschrotten. Was ich hab du ja... Du hast ja auch Avorion, also es ist eigentlich perfekt. Es ist definitiv super. Alleine, was da für Teile für dich noch rumfliegen. Ah, schmeckt. Also das mit dem Avorion finde ich mega, weil... Du brauchst es, ich brauche es. Ja. Ich brauche übrigens 156 Millionen. Avorion. Ups. Das schmeckt so gar nicht. Ja, das Schiff ist aber scheiße teuer, Digga. Ja, ist es. Dafür, dass du dann direkt erstmal anfangen kannst, die ganze Energie umzubauen. Guck mal, was dafür. Doch, Alter, dieser Haufen, der gerade auf dein Schiff zufliegt. Oh, lol. Geil. Und die FPS so insane direkt in die Knie. Ja. Du mit deinen roten Lasern, ich mit meinen pinken Lasern. Geil. Mega geile Lasershow. Oh ja. So, jetzt kommt mein zweiter Abwrackträger auch noch dazu. Übrigens, von dem großen Abwrackträger hier, wo ich gerade drinne sitze, da werde ich noch einen zweiten bauen. Weil ich brauche mindestens 4 Stück. Was? Da, wo du gerade drinne sitzt. Also der da. Steig mal aus. Mega wäre ja, wenn Brancor dieses Schiff hier einmal überarbeiten würde, dass es 2.0 fähig ist. Das wäre ein absolutes Träumchen, aber ein absolutes Träumchen. Ich stehe total Loll. Auf der Karne. Das ist geil. In dem Schiff hier, wo ich mit der Drohne gerade hinfliege, sitzt du, ja? Ja. Okay, alles klar. Dann hat Demon genau das gleiche gebaut. Applaus. Also, das hab ich mir gestern schon angeguckt bei Demon. Geil. Ja, okay, gut. Ja, das ist hundertprozentig genau das gleiche. Juhu! Das ist ja auch ein geiles Schiff, Digga. Oh. Überleg mal, wenn du in den Baumodus gehst und aus dem Nix so ein Schiff zaubern musst. Nee, danke, ist mir zu viel Arbeit. Ja, sag ich dir, wie es ist? Ich würde es nicht hinkriegen. Dann ist mir zu viel Arbeit. Ich würde es nicht hinkriegen. Ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, aber es ist mir zu viel Arbeit. Da kommt noch mehr. Da kommt noch viel mehr. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Wenn ich nebenbei bei dem Guten gucke, was der so alles aus dem Hütchen zaubert, dann denke ich mir auch, Junge, Junge, Junge. Wie machst du das? Viel Freizeit? Oder er ist so ein Künstler und haut das Ding innerhalb von 5 Minuten raus. Weil er schon hundertprozentig weiß oder wer der schon Vorstellung hat, wie es aussehen soll. Meinst du nebenbei einmal kostenlos zum Bett nehmen, ja? Ja. So, dann machen wir das so und dann machen wir das so und dann so und so und so und dann ist ein Schiff von, weiß was ich, 50.000 Teilen. Ja. Und unser einer denkt sich so, was hat der da jetzt gemacht?
So. Es ist immer noch zu geil, ne, wenn meine Frau hier im Hintergrund neben mir steht und wir uns beide mit Händen und Füßen unterhalten. Weil sie sich noch was zum Trinken machen muss. Oh, scheiße. Ich bin um dann im Mannslos zu niesen. Was war denn das? Ich bin gerade meiner Frau über den Fuß gefahren. Nein, sie hat genießt. Schreibt mir mal alle Hashtag Gesundheit in die Kommentare, bitte. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall von mir Gesundheit. Das Ding ist, irgendwann wird es soweit sein, dann werde ich hier sitzen, werde die Kamera nebenbei anhaben und auch während des Aufnehmens für euch die Kamera anhaben. Nun habe ich aber in der Zwischenzeit im Kopf gehabt, wie das aussehen muss für euch, wenn ich hier auf einmal sitze, anfange mit den Händen rumzufuchteln, da irgendwelche Zeichen zu geben. Nur um ihr damit zu teilen, dass eventuell sogar die Kamera an ist. Das kann nur geil werden, ihr Lieben. Es kann einfach nur geil werden. Oh, scheiße, ich kann nicht mehr. Entschuldigung, ich kann nicht mehr. Vergiss nur nicht, deinen Pullover dann anzuziehen. Ich mach mir um die Unterhose mehr Sorgen. Ich sag, wie das ist. Sieht man doch nicht. Und dann klingelt er erst an der Tür. Moment, ich bin gleich wieder da. Was? Jupp, dann wurde es plötzlich FSK 18. Perfekt. Hey, guck mal, der hat gar nichts an. Und dann kommen dann so die Fragen. Du sag mal, warum lädst du deine Let's Plays seit neuestem noch nicht bei Pornhub hoch, was? Nebenverdienst. Seitdem ich die Webcam habe, ist irgendwie alles komisch geworden. Ja, jetzt neu, ein OnlyFans-Account gratis zu ihrer Bestellung. Oh, scheiße. Zeig mir deine Füße, zeig mir deine Füße. Für nur 5,99 kommst du in meine WhatsApp-Gruppe, was? Ach, warte mal, ich verticke WhatsApp-Gruppen, das ist doch eine geile Idee. Wie viele WhatsApp-Gruppen schaffst du es in einer Stunde aufzumachen? Ich? Ja. Ich bin froh, dass ich das Handy überhaupt bedienen kann. Ja, deswegen frage ich ja. Digga, ich habe seit 5 Jahren Handy. Ja, reicht doch. Ja. Was hast du davor gemacht? Na, nichts. Ich habe eine Tür. Boah, Leute können klingeln. Boah, das müssen so ruhige Zeiten für dich gewesen sein. Ja, und jetzt habe ich deine Handynummer, ja, jetzt ist alles vorbei. Schön. Sag mal, konnte man sich bei WhatsApp nicht anzeigen lassen, wie viele Nachrichten man mit der Person schon ausgetauscht hat? Geht das nicht mehr? Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich auch nicht, aber es interessiert mich trotzdem irgendwie schon. Oh Mann. Info. Könnte mit dir eine Gruppe erstellen. Das bringt uns sehr viel. Also wir haben auf jeden Fall schon 260 Bilder links oder Docs getauscht. Ach du meine Güte. Über den Rest reden wir nicht. Komm, hol deine Station weiter und talk hier nicht rum. Was ist denn los? Was? Das ist hier doch kein Schwein. Ja, das Problem ist, ich muss meine Schiffe dafür mitnehmen. Das hat nichts mit Progress zu tun. Was? Ich hör dich nicht. Der Autopilot ist so laut. Scheiße. So. Aber wie viele Schiffe von dir sind jetzt hier eigentlich? 3 Stück oder was? Ja, gleich noch 2. Boah, du hast einfach 4 zu viele Schiffe. Ah, ich hab doch nur 3. 5. Ja, du hast 4 mehr als ich. Die fliegen können, meine ich. Wenn du an das andere denk, keine Lümmeltüten hinten ranbaust, hätte ich beinahe gesagt, kann ich da auch nichts für. Ein bisschen tröten musst du da hinten schon reinschrauben, damit es fliegen kann. Ja, aber das eine Ding brauche ich. Also das hat jetzt 6 Millionen Frachtraum. Warum hast du nicht einfach eine Station genommen? Dann hättest du nebenbei sogar noch was produzieren können. Ja, macht doch nichts. Steht ja eh die ganze Zeit noch rum.
Ja, dann flankt, dann flankt er wenigstens knarren oben drauf mal eine Verteidigungsstation raus. Stimmt, könnte ich auch machen. Oh lol. Schiff liegt in den Sektor. Bereit erstmal ein Asteroid. Geil, da hast du mich echt auf eine Idee gebracht. Und danke, habe ich gern gemacht. Ich werde da komplett Beams draufpacken und abseits davon werde ich eine richtig schöne Line machen aus Produktion. Alles klärchen. Mein Rift-Zerstörer wird angegriffen. Was? Oh, Digga, hat das einen Bremsweg, ey. Da muss ich aber hinwechseln. Wo ist ein... Ah, da ist der Dockpunkt, okay. Oh, das ist aber uncool mit dem hier. Der hat doch gar keine Waffen. So, dann docken wir nämlich die Station ja auch noch schnell an und die andere auch noch einmal. Ich fliege aber von der anderen Seite ran. Ich glaube, das ist schlauer. Und dann haben wir auch schon die nächsten beiden Stationen dran. Und dann läuft das. Oh ja! Und hoch! Und hoch! Ach nö. Sicher? Bitte? Ich sag, bist du dir sicher? Mein Schiff wird angegriffen, ist voll uncool. Welches? Der Rift-Zerstörer. Wo steht denn der Gemüse? Der hat keine Waffen. Der hat keine Waffen. Das ist schlecht. Deswegen muss ich mal kurz welche her. Muss das mal reinhüpfen, ja. Ja. Ein bisschen doof, aber nein. Ja, pff, da machst nächste. So. 25.000. Kostet mich der Spaß. Oh yes. Oh, 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 ho. Ho, ho, ho. Jetzt weiß ich doch nicht. Okay. Ach so. Oh. Sind ja Laser, zählen ja immer doppelt. Und ich habe viermal Waffen drauf, also. Zack, die Milliarde weg. Aus 5.000 eingegeben und das Ding war einfach mal auf 20.000. 20, ja. 200.000 Damage und ja. Belastend. Ja, das geht. 57 Millionen. Ach nee. Komm. Mach mal 100. 8 Waffen davon. Passt. So, noch ein bisschen nach links. Bisschen und dann ein bisschen. Tom, Tom, angedockt. Abdocken. Ein bisschen nach vorne. Und andocken. Hallo? Ziehen! Ziehen! Funktioniert das? Ey, das funktioniert ja Tatsache! Wie geil ist das denn? Das ist cool, ey! Ey, der Tipp ist echt Gold wert, ne? Mit dem von wegen beide Stationen Transportmodus. Schnell, damit hier nichts abgestoßen wird. Mega! Oh, lol. Wie gut, dass ich deine Let's Plays noch gucke und das nachher auch sehe. Also, morgen. Let's bisschen was dazu, sagst du? Klar. Ey, das ist Gold wert, das ist wirklich Gold wert. Ich lerne doch gerne dazu. Dumm, das, so dumm das klingt, es ist so geil.
Ich lerne so super gerne dazu. Noch ein bisschen mehr Sarkasmus, dann glauben das die Leute noch mehr. Alter, das war kein Sarkasmus. Was ist denn los mit dir heute? Mann, oh. Da war null Sarkasmus bei. Sarkasmus? Sack, ja genau, Sack. Ah, wie geil. Damit habe ich dir auch gleich einen Namen verteilt. So, passt. Alles klar, Digga. Ja gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, 25 Minuten sind auf jeden Fall wieder um. Das reicht ja, glaube ich, auch wieder mit der Folge hier. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Und ich sag einfach mal, haut rein, Leute, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.